Die Festzeltstars 2022 hier in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen im Schwabenwelt-Festzelt bei Wilhelmers Schwabenwelt. Und heute so richtig eingeheizt hat Luna. Luna war auf der Bühne und nächstes Jahr, hat sie mir schon verraten, gibt es 25 Jahre bei Lando, also ein richtig kleines Jubiläum. Und ja, jetzt kommt sie von der Bühne. Jetzt machen wir gleich nochmal eine Fortsetzung. Wir müssen auch unseren ersten Teil leider nochmal machen. War das Mikrofon nicht so ganz korrekt? Super. Hallo, hallo, es ist wieder schön hier zu sein. Genau. Wahnsinn. Ja, also wir haben gerade festgestellt, 25 Jahre bei Lando. Ja? 25 Jahre bei Lando, nächstes Jahr 2023. Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Klar, ich gucke mich im Spiegel an, ich denke, oh je, wir werden älter. Aber die Zeit ist so unglaublich mit meinen Songs. Die funktionieren noch, die Leute lieben es, die singen es mit. Die neue Generationen, die singen es mit. Es ist wunderschön. Wunderschön. Tja, und 2 Jahre haben wir Zwangspause gehabt. Du natürlich auch, nehme ich an. Ja, das war echt traurig. Ich habe wirklich, aus lauter Frustration habe ich Reality-TV gemacht. Ich sag's dir. Das war mal ganz was anderes. Es war toll. Ich glaube, ich bin mit einem blaues Auge davongekommen. Es ist gut ausgegangen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Kampf der Reality Stars 2021. Okay. Aber ich beilande mich doch lieber durchs Leben. Wirklich. Sehr gut. Ja, und wie sieht es momentan aus? Du lebst nach wie vor in Holland, Niederlande und arbeiten auf Mallorca so ungefähr, oder? Ja, so kann man das sagen, obwohl ich war 8 Jahre lang nicht an der Playa. Okay. Und jetzt dieses Jahr wieder, es war sehr schön im Megapark oder es ist noch immer schön. Und meine Tochter hat jetzt den Schulabschluss gemacht. Mhm. Und deswegen kann ich wieder ein bisschen mehr auf Mallorca sein. Kann ich die Insel auch genießen. Ja, und ich muss sagen, letzte Woche in der Tat zum allerersten Mal war ich auf Mallorca. Du? Ja. Nicht dein Ernst? Doch. Hör auf, das geht doch gar nicht. Ja. Wo warst du? Ja, ich war jetzt nicht in irgendeinem Megapark. So viel Promi-Geflüster, was da abgeht, da musst du doch da sein. Das stimmt, normalerweise schon, aber jetzt habe ich die Insel auch lieb gewonnen. Ja, die Insel ist schön, so vielfältig. Und natürlich hat man Party, aber auch schöne Strände, Berge. Ich war nicht am Ballermann. Wo warst du? Es war eine Pressereise, es war allerdings auch nur 2 Tage. Nächstes Jahr findet nämlich im Colosseo Balear eine große Schlagerparty sozusagen statt. Das ist eine Schlagerreise, muss man sagen. Wie toll, das finde ich immer so schön. 15 Künstler sind damit vertreten, 2 Tage lang. Ich bin da, ich kann. Ich bin da. Ja, das Programm steht. Das Programm, bei Lando, ist alles gut. Das Programm steht schon. Alles gut. So Howard Carpendale ist dabei, Matthias Reim. Die große. Die Garde. Aber ich werde mal ein Wort einlegen, vielleicht bist du dann bei der nächsten Zeit dabei. Ich mag die doch alle. Wir kennen uns teils alle, nicht alle, aber ja, sehr schön, sehr schön. Mach das. Und jetzt noch ganz kurz, was kann man von dir so in der Zukunft noch erwarten? Was gibt's Neues? Ja, ich hatte wirklich einiges vor. Nach 2 Jahren Corona hat man gedacht, jetzt muss ich releasen, jetzt muss ich Songs raushauen. Und da war ich ein bisschen überfordert, habe gehört, dass viele releasen. Und dann habe ich gedacht, ich mache erstmal nichts. Erstmal die Auftritte absolvieren, habe ich gemacht. Und jetzt konzentriere ich mich wirklich auf nächstes Jahr. Ich plane eine Art Best-of, die alten Songs wieder ein bisschen auf neu machen. Einfach was Schönes. Okay, am liebsten, sage ich ganz ehrlich, will ich so eine Box machen. Mhm. Kennst du das mit 4 CDs? Ja, genau, richtig. So was will ich. Ja, dann sind wir mal gespannt, was uns da nächstes Jahr erwartet. Da drücken wir die Daumen. Muss ich mich anstrengen, genau, und die Daumen drücken. Genau. Und zu sehen bist du natürlich überall so bei Instagram. Da haben wir uns danke fürs Folgen. Das hast habe ich gemacht. Aber ich bin doch, muss ich ehrlich sagen, es ist andere Generation. Du müsstest kennen, was ich sage. Ich mag Social Media, aber ich bin nicht so häufig wie die anderen. Ja. Ist aber kein Problem. Ich bin lebendig immer bei den Auftritten für alle Leute da. Und ich bin noch nicht, wie ich da schon mal vorher gesagt habe, ich beilande mich weiter und ich sehe die Leute immer überall wieder. Alles klar. In diesem Sinne, alles Gute und viel, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ihr auch, alles Gute, viel Liebe und bleibt gesund. Das ist wichtig. Tschüssi. Tschüss.